Wenn die Sonne untergeht, besser gesagt, wenn die Erde sich so dreht, dass es Nacht wird in Berlin, dann ist die Zeit reif zu sagen: Hallo. Wir versuchen fürs ZDF die Stadt so ein bisschen kennenzulernen heute Nacht. Oh, schön. Ja. Wohnen Sie hier? Ja. Ja. Bin hier geboren. Was ist das für eine Ecke? Das ist ja schöne Wedding hier. Ja. Wo kommen Sie denn her? Geht. Angeblich verfeindet, hieß es neulich mal. Ach Quatsch, ist ja Blödsinn. Nee. Mit Kreuzberg sind wir verfeindet. Mit Mitte sind wir verfeindet. Mit Prenzlauer Berg sind wir verfeindet. Aber mit allen Nachbarn, ja. Nö, Moabit ist ja irgendwie ein bisschen wie Wedding. Ja. Mitte ist Schitte, Prenzlauer Berg ist Padding, the real sex is only Wedding. Ich gehe jetzt mit dem Hund meine Runde. Ja. Und morgen muss ich wieder arbeiten. Was machen Sie? Bin Rechtsanwältin. Okay. Aber sozusagen jetzt im Wedding-Outfit, wo man seine Millionen nicht zeigt. Hier im Wedding ist eigentlich relativ düster. Also sehen Sie mal, hier treffen sich zum Beispiel die Banditos. Dann haben Sie die Drogendealer dort und dort. Gibt's auch. Ja. Natürlich viel. Ansonsten haben wir wenig Prostitution hier im Wedding. Mehr Drogen und so freundliche internationale Bevölkerung. Sehen Sie, da, die Herren stehen Ihnen sicher auch gleich zur Verfügung. Ja, gerne. Berlin Wedding! Hat dich schon gefüllt? Sind wir rot drüber gefahren? Total rot. Ist kalt. Aber die machen gerade ihre Rennen. Ich weiß nicht, ob Sie das gerade mitgekriegt haben, als Sie in dieser Richtung waren. Ja. Also das ist natürlich so eine spannende Abendbeschäftigung hier. Im Bezirk. Ja. Und womit haben Sie so zu tun beruflich dann? Was ist Ihr Gebiet? Meine Sachen? Zivilrecht, Erbrecht, viel Erbrecht. Mhm. Diese jungen Männer, demnächst die Familien. Nee, also, ja. Okay. Danke Ihnen. Tschüss, Ade. Gute Nacht. Schnell hin und her, langsam kreuz und quer. Hallo, wir suchen jemanden zum Reden. Wir kommen vom ZDF und machen so eine kleine Nachtreportage und möchten gerne Menschen kennenlernen. Aha. Ja, und hier sah es so schön hell aus. Ja. Sonst schlafen ja alle, aber Sie nicht. Ich noch nicht. Nee. Ich habe noch 2 Stunden zu tun. Ja. Im Morgengrauen erst wird Abir Atris Ruhe finden. Noch muss die Spätkopf-Chefin hinterm Tresen stehen. Ganz neu im Kiez ist ihr Lädchen. Aufgebaut hat sie es mit ihrem Freund. Meine Sprache nicht so ganz gut. Meine Stimme sowieso ist weg. Die Theke war schon da. Wir haben nur Tischler geholt. Ja. Und wir beide, wir haben alles gemacht, eingekauft. Ja. War irgendwie schön. Kennen Sie viele Leute hier in der Gegend? Also jetzt habe ich die kennengelernt. Ja, gibt es also viele Türken, viele Araber, viele Flüchtlinge. Da hier ist eine Schule, wird viel besucht von Flüchtlingen. Ja, inzwischen kenne ich schon ganz viele, auch ganz viele Deutsche. Hier die Nachbarn. Also, ich bin hier sehr glücklich. Will ja auch bleiben. Aber mit dem Bleiben ist es manchmal so eine Sache. 15 Jahre lang hatte Abir solch ein Geschäft im Nachbarbezirk Moabit. Dann aber wird das Haus verkauft, ihr Pachtvertrag gekündigt. Die bange Frage, nochmal eine Selbstständigkeit wagen? Er hat mir auch sehr viel Mut gegeben, hat er gesagt, machen wir, mach. Ihr Freund? Ja. Ja. Muss zusammenhalten. Muss. Ja. Ich habe es viel überstanden, ja, durch ihn. Naja, nachdem ich meine Existenz verloren habe, 15 Jahre lang, statt dass man zum Hartz IV rennt, ist so. Dann wird man faul, glauben Sie mir. Und wie haben Sie beide einander gefunden? Als Kunde. Ach ja. Ja. Da haben wir uns kennengelernt und dann haben wir auch die Arbeit zusammen gemacht. Wir reden gerade über Sie. Sie kann reden. Ja. Auf meine Zunge. Ja. Ich erlaube. Gründlich. Und hier, das gibt es ja selten. So. Ja, jetzt so. Ramadan-Zeit. Ach so. Ja.
Aber das wird viel nach dem Sonnenuntergang zum Iftar gegessen. Iftar, was ist das? Iftar, also Sonnenuntergang zum Essen, Ramadanzeit. Ja, ich weiß eigentlich nichts über Ramadan und all das. Also Sonnenaufgang, dann darf man nicht mehr essen. Ja. Und dann bis Sonnenuntergang. Wollen Sie was probieren? Gerne, ja. Einmal für Sie. Zuckersüße Spezialitäten aus Abirs Heimat, dem Libanon. Einmal für Sie. Und was hat Sie nach Berlin geführt mal? Der Krieg. Ah. Ja, ja. Wir wollten eigentlich gar nicht. Wir sind 1989 nach Deutschland gekommen. Bürgerkrieg. Ich bin auf eine Privatschule, französische Schule gegangen. Wir haben auch da sehr gut gelebt. Aber meine Brüder, die waren jung und da wollten die alle mitnehmen, so zum Schießen und so. Das wollten wir nicht. Deshalb sind wir auch raus aus dem Libanon. Mhm. Ja. Aber inzwischen sind es fast hier 29 Jahre. Ich kann nicht mehr zurück. Ja. Mhm. Wieso nicht? Ja, ich lebe hier. Ich habe hier meine Freunde, mein Leben. Da kann ich nicht mehr. Es ist ein bisschen anders mit dem Gesetze und ja, keine Ordnung, immer Krieg. Ja. Haben Sie so einen Traum vom Leben? Traum, dass es Frieden in der Welt wird. Keine Anschläge, kein Terror. Dass die Leute zur Ruhe kommen. Weil das ist traurig, was letzter Zeit passiert. Was auch dieses ISIS machen. Das ist wirklich ärgerlich. Also keine Religion erlaubt das. Auch kein Mensch. Das sind keine Menschen. Glauben Sie mir. Ja. Was letztens den Anschlag am Kudamm, das war traurig. Das konnte uns auch treffen. Wir könnten auch da sein. Oder unsere Kinder, unsere Eltern. Traurig. Ich hoffe, wir haben die bald aus der Welt, diese Leute. Ja, das ist mein Wunsch. Auf dem Rummel vorletzte Runde in Berlin-Steglitz. Ich würde gerne den Hund gewinnen. Ja, leider geht das nicht. Nicht? Nee. Schade. Verregnet der Tag, der Abend, die Nacht. Hallo. Hi. Wir suchen jemanden zum Reden. Aber doch nicht mich. Wieso denn nicht? Erzähl mal. Ich wollte ja fragen, was muss man für ein Typ sein, um Schausteller zu sein? Das stelle ich mir als rastloses Leben vor, immer hin und her. Nö. Ist spaßig. Ist auf jeden Fall aufregend, man lernt immer neue Leute kennen. Und ist, man ist nie langweilig. Wirklich. Es macht schon Spaß. Was macht der Spaß? Das Rumziehen. Ja. Nicht immer feststehen da an einer Stelle, du bist immer an andere Orte. Oder? Weiß ich nicht. Ja. Na, im Büro könnte ich nicht sitzen. Ja. Dann würde ich ja nicht hier stehen. Früher hat sie bei der Post gearbeitet. Heute verkauft Marion Knoblauchbrot und Mais im Becher. Der Rummel ihr Zuhause. Überall und nirgendwo. Na, guck mal, die Atmosphäre alleine, die Lichter abends, alles. Das hast du nicht in irgendeinem anderen Job. Das hast du nur hier. Ja. Auch mit den Menschen so dicht aneinander zu sein. Das ist wirklich. Aber die andere Seite ist halt diese mit dem Terrorismus, ne? Die sind Gefahr, die du jetzt auf den Festen hast. Also ich war ja auf dem Weihnachtsmarkt dabei, ne? Oh. An dem Tag. War schon heftig. Das haben Sie alles mitgekriegt, ja? Ja. War um 20.03 Uhr und hab meine Kasse rübergebracht. Genau auf dem Platz, auf dem Breitscheidplatz. Und genau in der Minute ist dieser LKW da reingerauscht. Und dann, wo ich die ganzen Toten und diese Blut gesehen habe, alles, das war schon schlimm. Finger, Hände, Köpfe, Haare, alles. Alles klebte überall an diesen Hütten, ja. War Wahnsinn. Ja, brauchst nicht sprachlos sein. Da bin ich aber. Ach, naja, dieses Jahr muss ich ja wieder auf den Weihnachtsmarkt und die Erinnerung ist halt immer da. Aber. Wie gehen Sie damit um? Also wie? Ich versuche zu verdrängen. Aber ich glaube, da kannst du nicht vergessen. Die Bilder kannst du nicht vergessen, du kannst sie nur verdrängen.
viele Mitarbeiter von mir, die kennen halt viele Leute, die dabei waren, die auch gestorben sind. Aha. Naja, und wenn du dann so eine bescheuerten Regentage hast wie heute, ne? Ist das ja auch nicht so einfach zu überleben, ja, ne? Wenn du dann, weiß ich nicht, 70 Euro einnimmst und aber eigentlich der Stand 390 kostet am Tag. Ich werde nie reich werden. Ich war nie reich. Ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich habe. Ich hatte auch schon öfters mal keine Wohnung. Mein Gott, davon geht die Welt nicht unter. Und wenn ich nicht diesen 123er Fernseher in meinem Wohnzimmer zu hängen habe, dann werde ich auch nicht sterben. Oder? Das sind Menschen, die sind sehr materiell eingestellt. Dankeschön. Guten Appetit. Was macht das? Gar nichts. Dankeschön. Bitteschön. Mais geschenkt zur Nacht, Regen getränkt, der Festplatz. Marion macht Feierabend, es gehen die allerletzten Gäste, wir bleiben noch, treffen Gökay und Tom. Na, könnt ihr auch nicht schlafen? Nee, wir dürfen immer. Ihr dürft nicht? Und da steht ihr die ganze Nacht hier rum und trinkt Kaffee? Nein, die ganze Nacht. Laufen. Laufen. Viel, viel damit laufen. Die Stände nicht beschädigt werden, eingebrochen wird. Ja. Wir passen hier auf. Ja. Und ist das nicht wahnsinnig langweilig? Das ist unsere Arbeit. Ja, aber ist das nicht wahnsinnig langweilig? Nein, das ist nicht langweilig. Das ist sogar manchmal spannend. Das ist wie jeder andere Job auch. Außer, dass man mit einem bei einem Grab und mit dem anderen im Knast ist. Ja? Wieso? Naja. Ist schon gefährlich, ja? Also, es kann jede Sekunde was passieren. Jederzeit. Und daher... Jetzt zum Beispiel... Ich hole mal ganz kurz nach. Können wir mitkommen? Ja. Eine Kundschaft für euch? Nö, nee, nö. Nee. Nee, hier von den Mitarbeitern bekannt ja. Oder so. Ja. Was hattet ihr schon für Situationen, wo du dachtest, naja, ist das wirklich mein Beruf? Das ist unterschiedlich. Also ist ja. Was soll man sagen? Man hatte an manchen Tagen, dass man mit einem Messer angerufen wird oder dass man halt in Schlägerei verwickelt wird. Also kommt man nicht drum herum. Also meistens, wenn mal hier welche vorbeikommen und halt ein bisschen Trara machen, sind es Jugendliche. Haben die immer ihre vorgestern oder vorvorgestern? Nein. Haben wir zwei festgenommen. Die haben hier Plakate abgerissen, Steine geschmissen. Genau, dann sind die geflüchtet. Wir haben die gestellt, Polizei dazu geholt. Es tut mir leid. Ja, wir machen sowas nie wieder. Ja, und immer das gleiche Standardspruch. Es ist das erste Mal gewesen. Und es kommt nie wieder vor. Ich bin auch nicht betrunken. Und wenn sie dann blasen, haben sie 2-1. Ja. Und dann fangen die an, unter sich zu kichern, bis der Funkwagen kommt. Dann gucken sie auf den Boden. Ja, oder fangen an zu weinen. Also ich finde das kein Kinderkram mehr. Wenn man da halt Steine rumschmeißt, kann er einen treffen. Oder halt irgendwie sich besäuft und dann hier Leute anpöbelt und zusammenschlägt. Das hat nichts mehr mit Kindsein zu tun. Also. Da ist das Kind schon gestorben im Inneren. Genau. Und die vermiesen sich ja auch ihre eigene Zukunft. Ja. Ich würde auch sehr gerne, liebend gerne würde ich in der Flughafensicherheit arbeiten. Habe ich mir auch verbaut. Also man muss früh über sowas nachdenken. Wie verbaut? Ja, durch Straftaten. Ich habe Spraydosen geklaut mit zwei Freunden. Das war's schon. Das habe ich mir auf jeden Fall verbaut. Da ist man schon vorbestraft? Da ist man vorbestraft. Und da reicht ein Eintrag, wenn ich mir sage mal bei der Warenannahme beim Flughafen, ist es dann wird es halt so ausgelegt wie ja, der würde bei uns auch klauen. Es also einmal Dieb, immer Dieb oder einmal Straftäter, immer Straftäter. Siehst in die du? Zukunft denkt man halt als kleines Kind nicht. Ja? Ja. Ach schön, schöne Abendröte über Berlin-Schöneberg. Über ganz Berlin der Mond aufgegangen und mittendrin wir, wie gewohnt, losgegangen. Hallo, Entschuldigung, wir machen so eine Nachtreportage fürs ZDF. Ah ja. Ja. Und wegen jetzt Fernsehstar, ja? Ja, naja, Star weiß ich nicht, aber Fernsehstar ist jetzt fast die Kamera. Ja,
Ich sehe schon aus wie Charlie Williams. Charlie Williams kenne ich gar nicht. Der Verschwiemelte. Charlie Williams, der Verschwiemelte. Woher muss ich den kennen? Der jeden Matrosen die Hosen stiehlt. Aha. Ja. So einer sind Sie? Ja. Sie flunkern doch. Hä? Sie flunkern doch. Also ich flunker, Ege. Sind Sie aus Berlin? Man hört es doch an der Klappe, das oder? Das stimmt, ja. Also, dann schönen Abend noch, ja? Wünsche ich Ihnen auch. Gut schaffen, ne? Dankeschön. Unsere erste Zufallsbekanntschaft heute zieht von dann nordwärts. Wir tollen uns planlos südwärts durch die bunte Nacht. Schlafenszeit, Arbeitszeit, Freizeit, nicht heimgehen, anstehen fürs Ausgehen oder aber... dahin, wo das Licht immer brennt, sich Menschen anstrengen fürs Aussehen. Osman. Was machst du? Bizeps-Training. Sommer kommt, man muss gut aussehen. Ja. Und aufhören Pommes zu essen, Döner und Burger. Ich habe den ganzen Tag zu tun und dann habe ich keine Zeit tagsüber. Und dann komme ich mal später am Abend nach dem Training dann duschen und dann schlafen und dann fängt der Tag wieder neu an. Ja. Was arbeitest du? Ich helfe meinen Eltern. Wir haben eine private Immobiliengesellschaft. Und dort machen wir, also wir haben eine Pension. Da sind auch Asylanten. Mache ich mal die Kontrollgänge und schaue, ob das Sicherheitsdienst, wie die ihre Arbeit machen und alles. Ja. Das arbeite ich. Kriegst viele Schicksale mit, ne? Kriegst viele Schicksale mit. Ja, sehr viel. Sehr, sehr viel. Ich komme selbst aus Bosnien. Und wir hatten auch einen schweren Krieg hinter uns. Unser halbes Land wurde ausgeschlachtet, so gesagt. Wir wurden nicht von Terroristen überfallen, sondern es gab einen Krieg zwischen Serben und Bosniern. Es war einfach schrecklich. Sie müssen sich vorstellen, ihr Nachbar, ihre Kinder haben gemeinsam miteinander gespielt und dann ist auf einmal Krieg. Meine Tante, sie wohnte in den Bergen und sie hat 11 Kinder, ein Neugeborenes, und hat alle ihre Kinder, haben die sich unter der Erde versteckt, in so einen Schacht. Und dann kamen die Serben. Und dann fing das Baby an zu schreien. Und was soll meine Tante machen? Und dass sie ihre ganzen Kinder rettet, musste sie ihr Kind, so gesagt, den Mund zuhalten. Aber sie hat das Kind einfach, sie hat die Luft, ich stotter schon, wenn ich das erzähle, sie hat die Luft von dem kleinen Säugling genommen, weil sie wollte ihre Kinder retten, alle, auch das Baby, aber im Endeffekt hat sie ein Leben geben müssen, um 10 zu behalten. Unvorstellbar, ja. Ja, Krieg ist sowas Schreckliches. Ja, was soll man machen? Ist nicht leicht. Nee. Aber du bist noch sehr jung, oder? Du hast den Krieg nicht selber miterlebt. Meine Eltern sind geflüchtet vom Krieg. Wie alt bist du? 23. Und ist es möglich, mit den Eltern darüber zu sprechen, oder ist das auch schwer für die? Wir reden kaum darüber. Es tut weh. Natürlich. Ist nicht leicht. Wenn man Familie im Krieg verloren hat, dann kann man sich noch mehr in diese Sachen vertiefen. Dann weiß man auch, was man erzählt. Dann weiß man auch, was man redet. Dann weiß man auch, wie es weh tut. Viele Menschen wissen nicht, wie es ist, wenn man Menschen verliert. Im Krieg. Aber schön wäre es, wenn sich mal Menschen darüber etwas intensiver beschäftigen würden. Vielleicht könnten wir als Menschheit, als Menschen, die Frieden wollen, das alles stoppen. Uns geht so, so super. Im Osten nicht so. Hier können wir ins Fitnessstudio gehen, hier können wir in Ruhe unser Wasser trinken. Dort haben sie noch nicht mal Wasser. Ausreichend Wasser. Jetzt gehe ich nach dem Fitness
duschen und leg mich hin, schlafen in Ruhe. Dort hinten haben sie keine Ruhe. Was macht alles Geld? Alles macht das. Erdöl. Man tötet Menschen für Erdöl. Man tötet Menschen für Geld. Katastrophe. Ich habe keine Ahnung, ich habe kein Wort mehr. Ich lache aus Wut. Ich wünsche auf jeden Fall den Menschen, die in dieser Situation stecken, die keine Ruhe haben von den Bomben und von den ganzen drumherum, von dem ganzen Krieg, wünsche ich auf jeden Fall viel Kraft und mein Beileid für jedes Opfer, was fällt. Jetzt ist bestimmt jemand wieder gestorben. Sinnlos. Für Geld. Es gibt Menschen, die nicht an Geld nur denken. Die Menschen, es gibt auch Menschen, die einfach nur an Frieden denken. Und ich glaube, die Mehrheit der Menschen ist für Frieden. Aber die Mehrheit ist nicht die Macht. Kapital ist die Macht. Am Alexanderplatz, zur Geisterstunde, zu halb. Berlin-Mitte schläft nie so ganz. Vorsicht, Sportler. Kommt ihr oder geht ihr zum Sport? Nee, wir machen noch Ping-Pong. Ach, Ping-Pong? Ja. Naja. Und ab und zu mal zu Dunkin' Donuts. Tischtennis, bisschen. Viel dabei. Ja. Und habt ihr euer Idealgewicht schon erreicht oder kommt es noch? Ja, kommt noch 20 Kilo rauf oder so. Ja? Ja. Was wiegt ihr jetzt? 120 wiege ich. 110. Wir sind schon, also wir bewegen schon ordentlich Gewichte. Mhm. Jetzt zum Beispiel, wenn ich mal nenne, so Kreuzheben, das ist vom Boden eine Stange aufheben, 250 Kilo. Kniebeuge, also mit einer Stange drauf, auf dem Nacken auch 200 Kilo und Bankdrücken 180 Kilo. Mhm. Am Ende ist es auch nicht mehr gesund. Also der normale Körperfettanteil von einem Mann ist jetzt so 15% und wir sind so, bewegen uns auf dem Bereich von 6-4%. Und das ist halt, da arbeitet der Körper nicht mehr richtig. Aha, was passiert dann? Hormone und sowas, Hormonhaushalt ist ein bisschen durcheinander dadurch. Wie merkst du das? Man hat schlechte Laune. Aha. Auch, also, ja, viele, wir beide nicht, aber viele haben auch keinen Bock mehr auf Sex, wenn man das ohne Steroide macht, auf jeden Fall. Aha. Die Energie fehlt dann einfach. Ja. Deswegen. Aber auch die Lust wegen Hormonen, das hat alles damit zu tun. So. Ich habe zum Beispiel mit meiner Freundin Schluss gemacht in meiner Wettkampfdiät, so, weil ich wollte mich nicht mehr so, ich hatte nicht die Zeit, um mich zu treffen und so. Und dann hatte ich keine Lust, mich anzustrengen im Kopf und so. Wo soll ich mich jetzt mit ihr treffen oder soll ich trainieren gehen? Das ist leichter also einfach ein gutes zu sagen. Beispiel, wenn man sich einfach mal andere in unserem Alter anguckt, was die machen, die rauchen, die trinken. Ja, ja. Und das, sag ich mal, was heißt, das verpassen wir, also nicht wirklich verpassen, weil ich würde es jetzt nicht empfehlen, den Lifestyle. Und halt, das haben wir übersprungen, wir sind schon viel weiter als sie. Und die Mädchen finden es gut? Unterschiedlich. Die Frauen finden es gut. Ja. Die Mädchen in unserem Alter vielleicht nicht so, aber. Nur noch Jüngere sind total abgeschreckt. Ja. Aha. Deswegen. Ja, aber die Frauen finden es schon gut. Aber man wird noch viel von uns hören, weil wir sind gerade mal beide 19, aha, haben noch ein bisschen Zeit vor uns zu sein. Ja, aber wir lieben das Training einfach und dadurch ist es immer, hat sich immer gesteigert und jetzt ist es unser Leben, so sag ich mal. Edward und Johnny gehen trainieren. Wir fahren fort vom Alex, westwärts nach Charlottenburg, flanieren. Hallo. Wir machen so eine kleine Berlin-Reportage, versuchen Leute kennenzulernen heute Nacht. Wo gehen Sie jetzt hin? Eigentlich nach Hause. Ach ja, das ist aber langweilig. Ja. Haben Sie was Besseres vorzuschlagen? Ja. Mit uns durch die Stadt gehen. Über das Leben zu reden. Wollen wir? Ja. Ja? Ja, schön. Schön den Kudamm runter, also mit Margret und Marion. Ja. Wenn Sie mal hier durch Berlin laufen, so einen Tag wie heute, wie viele solche Leute wie mich werden sie treffen? Es gibt sehr wenige, die sich trauen, rauszugehen. Als Mann in Frauenkleidern. Ja, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich laufe hier so rum, um nicht aufzufallen. Das ist einfach mal so. Ich mache das zwar nicht in erster Linie, ich sag mal ganz ehrlich, ich gehe auch gern als Mann durch die Gegend, weil ich da einfach privater sein kann. Weil ich weiß, wenn ich so rumlaufe wie heute, ziehe ich automatisch die Blicke auf. Ja. Diese 1000 Augen, die ihn ständig angucken.
ich habe noch nie richtig was Gefährliches gehabt. Und ich habe schon Situationen gehabt, da habe ich gedacht, jetzt geht die Welt unter. Bahnhof Spandau, da hat gerade Schalke in der Olympiastadion gespielt und die ganze blaue Schalke-Mannschaft war auf dem Bahnsteig und stand dann mitten den Fußballleuten. Marion mit ihrem Koffer. Da dachte ich, jetzt gibt's was auf die Plauze. Ja. Ganz umgedreht. Nur lächeln und freuen. Das ist manchmal die Vorurteile, die man hat. Es war alles easy. Und Sie sind Freunde? Ja. Ja. Kennen Sie schon lange? 12 Jahre. Oh, ja. Ja. Und wie haben Sie zueinander gefunden? Internet. Ach ja. Ja. Wir haben bestimmte Sachen gesucht und da haben wir uns gefunden. Was für Sachen? SM. SM. Mhm. Okay. Und das praktizieren Sie miteinander? Sag mal, überhaupt praktizieren oder? Ja, das haben wir mal sehr viel gemacht und so. Das ist ein hässliches Wort für eine schöne Sache. Ja, ja, genau. Praktizieren tut mein Hals-, Nasen- und Ohrenarzt. Ja, das stimmt. Und ist es eine Freundin von Ihnen oder ein Freund? Beides. Abwechselnd. Ja. Ja. Ist ganz praktisch. Der Freund bringt auch mal das Mineralwasser hoch. Das würde Marion nur wieder nicht tun. Ja. Und wie ist der Männername? Uwe. Uwe. Mhm. Und Arbeit? Das ist meine Arbeit. Davon leben Sie? Von dem, was ich alles erzählt habe. Wie kann man davon leben? Ja. Wie? Ja, ich bin ja auch Escort. Mhm. Also und das meiste Geld verdiene ich als Escort. Und das umschließt alles oder nichts. Mhm. Und können Sie es auch als Mann so machen, ohne die Marion? Als Mann würde ich wohl keinen Erfolg haben. Mhm. Weil als Mann bin ich nichts Besonderes. Jeder weiß, ich sehe wie eine Frau aus, wissen aber alle, ich bin ein Kerl. Mhm. Und das macht die Sache spannend. Das hat für manche eine Anziehungspunkt. Ich kann es nicht erklären. Okay. Ich kann dir nur eins sagen. Ich hätte mich vor 10 Jahren so nicht gemocht. Ich wäre an mir selber vorbeigegangen. Hätte mich gar nicht interessiert. Ich bin ein Mensch, der lässt sich treiben. Und mich hat's zur Marion getrieben. Mit allen Konsequenzen. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön. Manchmal ist es ein bisschen komisch und manchmal ist es ein bisschen, macht mich manchmal nachdenklich. Aber, oder sentimental, das kann ich auch sagen. Ja, das ist. Es gibt ja kein glückliches Leben, es gibt nur glückliche Momente und die habe ich sehr viel. Sehr viele. Und das macht mich eigentlich locker. Das macht mich meistens auch ausgeglichen. Meistens. Okay? Ja. Und manchmal haben wir die glücklichen Momente auch zusammen. Ja. Ja. Okay. Und manchmal macht ein Vollmond eine Sommernacht perfekt. Es geht der Tag, es naht die Nacht. Es bleiben in der Ferne Regen, Blitz und Donner. Nächtliche Expedition heute hier, hier oder hier? Wenigstens ein paar der 3,5 Millionen Berlin-Bewohner wollen wir treffen. Zum Reden und so. Vielleicht ja hier, am Bahnhof Zoo. Das ist doch Hehlerware, oder? Ja, sicher. Hi. Hallo. Was ist denn das? Welcher Sender ist das? ZDF. ZDF, das ist ja. Das sind die Original-Audi-Klappstühle, die ich besorgt habe. Und jetzt an die Freunde verteilt werden. Dankeschön. Ihr kennt jetzt hier eine Runde. Ja, genau. Machen wir gleich Musik, haben wir schon mal an. Wir sind gefüllt mit Koks wahrscheinlich. Mensch, und denn? Was filmt man hier so am Zoo? Also wir sind ohne Plan unterwegs und versuchen Leute ins Gespräch zu verwickeln. Cool. Ja. Habt ihr uns gefunden? Ja. Was macht ihr denn jetzt noch so? Jetzt geht's nach Hause. Ja, das ist beneidenswert. Tatsächlich relativ unspektakulär. Da müsste mehr Richtung Friedrichshain, Kreuzberg. Ja.
Ja, ja. Ich glaube, es steht ja auch ein bisschen ungünstig. Ja. Ne? Also ich glaube, die Richtung wäre interessanter. Ja. Na gut. Weil hier ist ja keiner, außer die Leute, die jetzt hier ihre Klappstühle tauschen. Genau. Wollt mal in aller Ruhe mal ein bisschen was austauschen, mein Gott. Na dann, die Stühletausche heimwärts, wir statt einwärts nach Kreuzberg. Denn wir suchen immer noch jemanden zum Reden in dieser Nacht. Das könnt der eine und will's doch nicht. Ein anderer kann schlicht nicht. Hallo, wir machen für das ZDF so eine Nachtreportage und suchen Leute zum Reden. Ja. Dürfen wir mal schauen? Ja klar, gerne. Ja. Wer kommt denn nachts zum Blumenkaufen? Gibt's ganz viele, die nachts Blumen kaufen. Die Leute, die meinen Geburtstag vergessen haben. Leute, die rausgeschmissen sind von der Wohnung und noch einen schönen Strauß brauchen, landen dann bei uns. Aus der Wohnung rausgeschmissen braucht man Blumen? Zum Beispiel, ja. Haben wir auch solche Kunden auch schon mal gehabt. Ja. Sogar aus Brandenburg hatte ich so einen Typen mal gehabt. Der ist nachts um 3 hierher erscheinen, hat nochmal kurz angerufen, ob wir offen haben. Und wir sind ja 24 Stunden da. Und hat so einen schönen Rosenstrauß mitgenommen und hat es einfach nochmal versucht reinzukommen. Und habt ihr erfahren, ob es geklappt hat? Das weiß ich nicht. Blumen binden Nacht für Nacht, das hatte Yusuf nicht geplant. Stahl-Betonbauer hat er gelernt nach der Oberschule. Dann gab's in seines Onkels Blumenladen nächtliche Not an Verkäufern. Und tata, seit 4 Jahren arbeitet er da. Mit ein bisschen Grün bei euch? Ja, bitte. Dürfen wir fragen, für wen die sind? Die sind für meine Lebensgefährtin. Die hat, wie viel haben wir? 5:12? Die hat heute Geburtstag. Ist das auf dem letzten Drücker jetzt? Nee, das ist schon so geplant. Ich habe jetzt Feierabend und da bietet sich das an. Blumen für die Dame. Als ich noch kein Florist war oder nicht in einem Laden tätig war, habe ich mir gedacht, ein Blumenladen, wie schwer kann es sein? Aber wenn man dann mittendrin ist, merkt man, das ist völlig eine andere Welt. Es gibt so x-beliebige Blumenarten, die muss man drauf haben. Ein Strauß zu binden ist auch nicht so leicht, wie es aussieht. Hat so seine Schwierigkeiten. Es ist auch Kultursache ein bisschen. Zum Beispiel, wenn ich einen türkischen Kunden habe und der guckt sich die Rosen an, dann weiß ich ganz genau, was er will. Rosen mit Schleierkraut in Folie eingepackt. Andere Kulturen, wie zum Beispiel deutsche Kulturen, deutsche Leute, mögen es eher sommerlich, so ein bisschen wiesenstraußmäßig. Ist immer anders. Der Laden geöffnet rund um die Uhr und mittendrin im Getümmel. Nur ein, Achtung, Kreuzberg-Wortspiel, nur einen Steinwurf entfernt vom Gewalt- und Drogenhotspot Cottbusser Tor. Na, vielleicht auch zwei. Das ist auch so eine Ecke, wo es immer wieder Stress gibt, oder? Alle sind besoffen, unter Drogen. Also nach einer Zeit fängt es hier, also bis zum Mitternacht, 1, 2 sind noch ganz normale Menschen unterwegs. Aber danach kommen hier so verrückte Leute. Man sagt sich so, ich will lieber nach Hause in mein Bett rein und einfach nur schlafen. Also bis jetzt hatte ich zum 3 Vorfälle in mir, zum Beispiel früh am Morgen, das war so 3:04 Uhr, so eine junge Frau, so eine hübsche Lady, wurde von 3 Männern zum Beispiel angemacht und versucht, in den Hofeingang dazu zu verzehren. Ich habe da noch die Straßen gefegt, bin sofort mit Besen hingerannt, die so, verpisst euch. Ja. Daraufhin sind sie schon abgehauen. Ja. Ein Diebstahl, ein junger Araber hat jemanden Diebstahl begangen. Von da fing er an zu rennen. Ich habe gesehen, wie die Frau da rumschreit, habe ihn sofort festgehalten, da kam die Polizei. Ich habe so ganz vieles miterlebt. Die Schießerei hier habe ich miterlebt. Das ist vor meinen Augen passiert. Hier hat sich jemand runtergeschmissen vor meinen Augen. Ist auch passiert. Hat auch seine Nebensachen hier, der Kotti. Das Besondere an Kreuzberg ist, hier findest du alles. Es ist so ein Multikulti-Bezirk. Da findest du Problemmenschen, Menschen, die keine Probleme haben. Hippies findest du da, Menschen, die alle unterschiedlich sind. Das macht auch, glaube ich, den Kreuzberg aus. Menschen ohne Probleme, gibt es das? Bestimmt. Ich glaube schon. Also bis jetzt, also ich bin einer, glaube ich. Ich habe fast gar keine Probleme, würde ich sagen. Wie machst du das? Das wüsste ich gern. Leben und leben lassen.
arbeiten, leben. Du machst dir keine Sorgen um die Zukunft? Nein, man lebt nur einmal. Ich mache mir auch keine Gedanken über meine Zukunft. Was passiert, passiert. Gibt's einen Traum? Den sage ich lieber nicht. Den verrate ich für mich. Okay. Ja.